Ja, jetzt ist es soweit. Die letzte Folge von Star Wars The Acolyte ist jetzt draußen und schon ein paar Tage jetzt mittlerweile. Und ja, ich muss schon fast behaupten, ich bin ein bisschen traurig drüber. Denn ich bin ganz ehrlich, dieses Auf und Ab bei dieser Serie hat mir so viel Freude und Kummer im gleichen Moment bereitet, dass ich mich irgendwie auf den Mittwoch gefreut, aber auch ihn gehasst habe. Und das hat sonst noch keine Serie geschafft. Was meine Meinung zur vorletzten, aber vor allem zur letzten Folge von The Acolyte ist, das erfahrt ihr in diesem Video. Deswegen bleibt gerne dran und damit heiße ich euch direkt herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ja, es wird einigen aufgefallen sein, zur Folge 7 habe ich kein Video gemacht. Lag zum einen daran, dass ich tatsächlich einfach keinen Bock hatte, dazu ein eigenes Video zu machen und auch irgendwie mir die Zeit ein bisschen gefehlt hat, aber das ist ein anderes Thema. Deswegen fange ich direkt jetzt mit meiner Meinung zu Folge 7 an. Und zwar ist es ganz einfach, es war ein Rückblick. Ich habe es schon in dem Video davor angekündigt und ich war mir fast schon sicher, dass es ein Rückblick sein wird und wir haben einen bekommen. Dazu muss ich sagen, es war halt scheiße, dass es wieder mal eine ganze Folge nur ein Rückblick war und auch der Rückblick wirklich im Inneren hat uns jetzt nicht so krass viel gegeben, außer halt die Wahrheit. Und das Ganze war umgesetzt, naja, eher okay. Ich muss sagen, es gab zwei Szenen, die ich eigentlich, oder zwei, drei Szenen, die ich ganz gut fand. Die eine ist mir im Gedächtnis geblieben und das war tatsächlich die Szene, wo eine von den Hexenmamas Kel Naka quasi verflucht, beeinflusst, wie auch immer man das jetzt nennen will, hat und Kel Naka halt dann auf Soul und, wie hieß er nochmal, Torben losgegangen ist und da halt der Fight war. Das war ganz cool und auch halt so ein bisschen dieser Fight zwischen der Großmutter, also der Obermama da, wie auch immer sie nochmal hieß, ich habe den Namen tatsächlich vergessen, weil sie mir komplett am Arsch vorbeigeht, muss ich an der Stelle sagen. Und Soul und alles, wie er sie tötet und Spoiler Alert an der Stelle, viel zu spät, aber egal, ihr versteht, was ich meine. So, grundlegend war die Action nicht komplett scheiße, es war aber halt auch absolut nicht gut. Es war keine gute Folge, wo ich dachte, oh mein Gott, das ist die beste Folge der Serie. Nee, es war absolut Durchschnitt, es war langweilig zum größten Teil. Es war zwar cool zu sehen, dass es halt wirklich nicht unbedingt Mei direkt war, die halt da die ganze Probleme losgelöst hat, sondern es halt wirklich teilweise an den Jedi lag. Und es ist natürlich auch schön gewesen, halt die ganzen Charaktere zu sehen, weil ich muss sagen, Kel Naka ist schon ein cooler Dude, so auch, also ne, so Wookies sind halt immer was Cooles. Und auch weiterhin Trinity war ganz fancy und es ist alles in allem war es okay, aber halt auch wirklich nicht mehr. Es war, ich will jetzt gar nicht auf die ganzen Plotlöcher und was weiß ich eingehen, das übernehmt ihr sowieso in den Kommentaren immer perfekt. Ich muss auch sagen, ich habe in dieser Folge nicht drauf geachtet. Ich habe diese Folge mir angeguckt und habe sie geguckt und es ist einfach passiert und dann war sie zu Ende und ich saß da und dachte mir, ja gut, das war verschwendete Zeit, verschwendetere Zeit als manche andere Folgen tatsächlich. Und ja, alles in allem war die Folge halt wirklich nichts Besonderes. Es war halt wirklich eine reine Rückblickfolge, mehr nicht. Und ob das der Serie so gut getan hat, die ganzen Rückblicke bei 8 Folgen, ich würde es mal verneinen. Kommen wir aber jetzt mal zur letzten Folge und zwar Folge 8. Das große Finale, was mir von vornherein quasi gesagt hat, hey, yo, wir bekommen definitiv eine zweite Staffel, weil hier wurden so viele Türen offen gehalten, was ich theoretisch gar nicht mal so schlimm finde. Ich will gar nicht zu krass auf den Ablauf der Folge eingehen. Man muss einfach sagen, so doof es klingt, ohne mich jetzt davor zu loben, aber ich glaube, das haben auch viele andere YouTuber, die darüber Videos gemacht haben, gesagt und auch viele Fans wahrscheinlich schon erahnt, ja, wir kommen wirklich dazu. Mei wird gut, Osha wird böse quasi. Der Plot-Twist war vorherzusehen, es war nichts großartig Besonderes, wo man wirklich dachte, holy shit, das ist ja heftig. Nee, war es halt einfach nicht, weil man es halt gesehen hat. Was ich tatsächlich hingegen ganz geil fand, waren auch hier wieder die Kampfchoreografien. Und zwar, wo Soul gegen unseren Sith Jedi Apotheker bösen Mann kämpft, war ganz cool gemacht. Auch wenn diese eine Szene, wie die darunter schweben, halt wirklich unfassbar kacke aussah, aber an und für sich wieder mal die Lichtschwert-Action. Und auch wenn ich da in der Hinsicht wirklich ein sehr einfach gestrickter Mensch bin, die war ganz cool choreografiert. Und ich muss auch sagen, das Pacing in der Folge war wesentlich besser. Also ich muss sagen, von allen Folgen war das die beste. Definitiv. Nicht nur, weil die Action stimmte, weil alles stimmte. Die Geschwindigkeit, das Pacing, die Szenenwechsel, die Charaktere, alles war gut. Was ich tatsächlich dann nicht so geil fand, war halt, dass der Soul halt drauf geht. Aber die Szene, wie er drauf gegangen ist, die war halt wirklich 10 von 10. Und da werde ich diese Meinung werde ich standhaft vertreten. Auch wenn ich sage, dass dieses Darth Vader Würgegriff-Dingen ein bisschen halt abgekupfert war. Man muss jetzt sagen, natürlich, es gibt auch andere Sith und Jedi, die gewiss schon mal einen Würgegriff gemacht haben. Hey, so what? Aber es ist halt immer diese, man hat als erstes Darth Vader im Kopf und das ist halt auch so. Nichtsdestotrotz muss ich einfach sagen, diese Szene, einfach aus dem einfachen Grund, dass wir hier in einer Live-Action-Serie, in einem Real-Life-Verfilmung, Verserie, einfach das erste Mal sehen, wie ein Lichtschwertkristall, wie ein Kyber-Kristall
zum Bluten gebracht wird. Und ich sage es euch ganz ehrlich, ich hatte Gänsehaut des Todes. Das war die geilste Szene. Ich fand es so geil. Es war episch dargestellt. Es hatte wirklich, jeder Star Wars-Fan wusste, was passiert. Und ich glaube, es war gerade deswegen, weil wir es so oft noch nicht gesehen haben und in Live-Action sowieso nicht, einfach episch. Es war richtig gut gemacht. Und was ich auf der anderen Seite direkt ankreiden muss, in den Comics und alles Mögliche, in der Lore von Star Wars wird immer gesagt, dass es einen Lichtschwertkristall zum Bluten zu bringen, ergo ihn mit Wut, Hass, Trauer, negativer Energie zu fluten, so dass er quasi seine Farbe, seine gute, helle Farbe, zu rot ändert, wird immer dargestellt als ein Akt der unfassbaren Strapazen. Man muss da wirklich voller Wut, voller Hass sein. Und ganz ehrlich, und da will ich nicht mal den Schauspielern jetzt irgendwie in die Suppe spucken, die Osha passt da nicht rein in dieses extrem Böse. Sind wir mal ganz ehrlich, sie hat herausgefunden, dass Soul, der Meister, der sie ausbilden sollte, wollte, ihre Mutter getötet hat. Mehr war es halt nicht und sie halt angelogen hat. Und dafür, dass sie deswegen den Kyber-Kristall so easy zum Bluten bringen kann, ich muss allgemein sagen, ihre Wut, ich verstehe sie nicht. Ich blick's nicht, ihre Intention. Sind wir mal ehrlich, einen Anakin, einen Luke hatten wesentlich öfter die Momente, in denen sie so voller Wut und Hass waren, dass sie ihr Lichtschwertkristall zum Bluten hätten bringen können. Gut, man muss natürlich sagen, anscheinend ist Osha halt einfach wirklich sehr, sehr, sehr empfänglich für die dunkle Seite. Sei mal dahingestellt, alles fein und alles gut. Aber es wirkte, es war schon krass, die Szene, aber es wirkte mit ihr als Charakter einfach falsch. Dass May sich dann komplett auf die gute Seite stellt und auch am Ende dieses, yo, hier, Leute, ich opfer mich und stell mich den Jedi, los Osha, tu das, was du machen willst und gehe und werd ein Sith-Akolyt. War komisch. Also es wirkte so wie jemand, der, keine Ahnung, die Schule wechselt von Real auf Hauptschule oder von Haupt auf Realschule. So, ja, du sollst das machen, was dich glücklich macht. Holy shit, die tritt gerade jemanden bei, der Leute ermordet. Das ist nichts Gutes, so grundlegend erstmal. Und auch wenn ich Sith mag und liebe, das ist so die Überzeugung dafür, denen beizutreten und dem Ganzen da mitzumachen, war halt nichts. So, jo, okay, ich darf kein Jedi werden, also werde ich halt Sith. Okay, das ist wirklich, das war super, super weird gemacht. Muss ich ehrlich sagen, das hat mir gar nicht gefallen, auch wenn ich es jetzt nicht verkehrt finde, dass sie jetzt als Sith-Akolyt da ist und halt auch May anscheinend die Erinnerung verloren hat. Ich habe mich sowieso gefragt, was unser Sith-Apotheker da mit seiner Handbewegung machte. Er hat anscheinend Mays Erinnerung gelöscht. Krass, dass das so easy geht. Finde ich nicht verkehrt, lässt halt weiterhin Türen offen für die Zukunft. Und auch die Jedi-Meisterin Venestra, ja doch, ich glaube, so heißt die grüne Frau halt, wurde hier in dieser Folge wesentlich cooler oder besser dargestellt und zumindest ähnlicher dargestellt als durch jetzt Kommentare von euch in den Comics, in den Serien, in was weiß ich, in Romanen, ne, steinigt mich nicht, in anderen Medien wurde sie ja immer als super, super starke Jedi dargestellt, die halt auch durch Hyperraumreisen ihr nicht übel wird, sondern sie lediglich Visionen erhält. Und das wurde hier ein bisschen besser dargestellt. Es wurde wesentlich besser dargestellt, dass sie einfach wirklich eine sehr, sehr starke Jedi-Meisterin ist. Auch die Verbindung zu dem Sith-Apotheker. Ja, oh nein, Plot-Twist. Er war wirklich mal ein ehemaliger Jedi, der halt abtrünnig wurde. Oh mein Gott, der Plot-Twist, den hat gewiss keiner kommen sehen. Zwinker. Ja, das war halt ein bisschen plump, aber ich finde, sie wurde diesmal ein bisschen besser dargestellt. Und auch am Ende die ganze Aufklärung, wie sie dem Rat der Jedi quasi, oder der Politik, also den Politikern da allen möglichen, mit denen ja einen Rat hat oder eine Versammlung hat und denen das Ganze so darstellt, dass Soul der Verräter war, dass er der war, der alle getötet hat. Und hier muss man jetzt eine Sache sagen und ich glaube, viele Leute mögen es nicht, wenn sie in ihrer Meinung oder in ihren Fakten dann doch widerlegt werden. Denn nun können wir immer noch sagen, dass die Aussage von Ki-Adi-Mundi, seit 1000 Jahren keine Sith mehr, dass sie weiterhin in den Prequels Sinn ergibt. Muss man einfach sagen. Denn es wird hier nicht gesagt, dass es ein Sith war. Es wird einfach gesagt, ein abtrünniger Jedi. Es weiß niemand außer Venestra und... es weiß nur Venestra und May und Osha und Osha und May auch nicht mehr, dass es einen Sith gibt. Sie hat es verkauft als abtrünnigen Jedi. Somit macht es zwar immer noch keinen Sinn, dass Ki-Adi-Mundi zu dieser Zeit am Leben ist, auch wenn sie das ja geredconnt haben. Man muss aber trotzdem sagen, an dem Punkt kann man jetzt einfach faktisch festhalten, es ist keine falsche Aussage. Er weiß nicht, dass es ein Sith ist. Es ist Fakt. Punkt. Und ich finde es eigentlich nicht schon mal schlecht, dass sie es jetzt so hingestellt haben. Klar, es war ein bisschen Rumgeschiebe, aber hey, ne, sollen wir den Punkt geben wir den halt so auf halbem Wege. Was ich ziemlich lustig, aber auch gleichzeitig ziemlich weird fand, war dann am Ende, dass wir Yoda sehen, was halt weiterhin einfach nur eine Fortsetzungsködermasche ist und einfach nur einen Charakter, wirklich einen, außer Ki-Adi-Mundi,
einführt, den wir aus anderen Filmen, Serien kennen. Musste jetzt nicht sein, macht natürlich Sinn zeitig, Yoda hat da schon gelebt und es gibt auch einige Leute, die gesagt haben, hier, Yoda hätte eigentlich merken müssen, dass da was im Busch ist. Ich bin gespannt, tatsächlich, und das hätte ich gedacht, dass ich das bei der Serie sage, wenn Staffel 2 kommt, bin ich gespannt, wie sie da anknüpfen. Muss ich sagen, dass Osha jetzt zu einem Sith wird und da Händchen haltend an ihrem frisch gebluteten Kräberkristall-Lichtschwert am Wasser steht mit unserem Sith-Meister oder Schüler, da komme ich gleich noch zu sprechen, steht und das finde ich jetzt nicht so toll, weil ich finde tatsächlich, das war irgendwie zu erwarten, bin ich ganz ehrlich. Ich habe damit gerechnet, dass es so passieren wird. An für sich würde ich die Folge eigentlich als relativ okay bewerten. Es sind viele Plotlöcher gestopft worden. Es ist viel Offenes für eine Staffel 2, was vielleicht ja nicht so verkehrt sein muss. Vielleicht lernen sie aus den Fehlern. Toi, toi, toi. Ich glaube zwar nicht wirklich dran, aber die Hoffnung stirbt zuletzt. Weiterhin. Und man muss jetzt sagen, mit einer großen Sache, die ich jetzt ansprechen werde, haben sie definitiv den Vogel abgeschossen. Und zwar, wir sehen ziemlich wahrscheinlich wirklich Darth Plagueis. Und jetzt muss ich leider wirklich eine Lanze brechen für diese Serie und sagen, am Ende des Tages macht sie dann doch wieder Sinn. Ja, Anakin der Auserwählte, der durch die Macht erschaffen wurde, um das Gleichgewicht zu bringen. Ja, aber nichtsdestotrotz haben wir immer noch den Punkt, dass Darth Plagueis die Midichlorianer so manipuliert hat oder haben könnte, dass Anakin halt daraus entstanden ist. Und nehmen wir jetzt daran, dass Mei und Osha eine und dieselbe Person sind, die aus der Macht erschaffen wurden, sprich die Midichlorianer mehr oder weniger wurden dementsprechend beeinflusst, macht diese Serie tatsächlich kanonisch doch ein bisschen mehr Sinn. Ich denke, es wird jetzt einige geben, die dagegen kommen werden und vielleicht habt ihr bessere Argumente, deswegen absolut okay, wenn ihr sagt, nein, das ist trotzdem weiter ein Bullshit, weil haut's gerne in die Kommentare, wirklich, ich lasse mich da gerne belehren, aber aus meiner Sicht macht es so Sinn, Darth Plagueis lernt jetzt durch Osha und vielleicht auch Mei, wie das überhaupt möglich war. Er lernt jetzt, die Midichlorianer zu manipulieren und daraus Anakin zu erschaffen. Ja, das macht Anakins Origin jetzt nicht wesentlich besser, weil, hey, der stammt einfach von zwei Hexenschwestern, die keine Schwestern sind, weil sie eine und dieselbe Person sind. Irgendwie davon stammt er ab oder das ist sein Grundsatz. Aber es ist in meinen Augen kanonisch jetzt eigentlich ganz gut abgerundet. Wie gesagt, gerne verbessert mich, falls ich hier falsch liege, um Gottes Willen. Ich bin auch nicht allwissend. Das ist jetzt meine stumpfe, einfache Zuschauermeinung. Aber dass Darth Plagueis da war und auch nur ganz kurz zu sehen ist, finde ich wirklich super. Es gibt einige, die sagen, hey, er hätte direkt mehr Screamtime gebraucht. Und ich sage, nee. Diesen Cliffhanger haben sie super gut gemacht für Staffel 2. Weil jetzt wird bei einigen Leuten, denke ich, schon Interesse für eine Staffel 2 kommen. Bei mir tatsächlich auch minimal, weil ich einfach wissen will, wo geht's hin? Was hat das alles mit sich auf sich? Was wird jetzt Yoda noch mit dem Ganzen schon? Werden wir noch mehr Jedi kennenlernen, die wir halt oder sehen, die wir von anderen Filmen und so kennen. Was passiert mit Darth Plagueis? Die Regel der zwei funktioniert momentan nicht. Darth Plagueis ist der Meister. Unser Apotheker ist der Schüler. Aber Osha ist ja auch eine Schülerin. Also ich gehe stark davon aus, wir bekommen in Staffel 2 zu sehen, dass Osha unseren Apotheker tötet, dementsprechend die Schülerin wird, die dann durch Palpatine abgelöst wird. Das ist die Reihenfolge, die ich definitiv auf dem Schirm habe und das ist meine Prediction für Staffel 2. Plus, ich bin mir ziemlich sicher, wir bekommen eine Staffel 2. Auch wenn die Serie voller Hate ist, was ich absolut nachvollziehen kann, weil sie in vielen, vielen, unfassbar vielen Punkten einfach komplett neben der Spur läuft. Sie hat ihre zwei, drei Momente, die wirklich, wirklich okay waren. Und ich auch nach wie vor sagen muss, vielleicht habe ich da einfach eine zu einfache Meinung. Vielleicht bin ich ein super zu leicht zu begeisternder Mensch. Kann ja sein. Aber aus meiner Sicht gab es wirklich zwei, drei Szenen, die vollkommen okay waren. Und der Rest war wirklich fragwürdig, wie sie mit den Fans umgehen, was sie überhaupt an Star Wars aussagen und über Star Wars sagen, die Produzenten und wer auch immer. Das sollte man definitiv kritisch beurteilen. Das ist gar keine Frage. Außerhalb der Serie ist es sowieso ganz, ganz schlimm mit Disney. Das ist gar kein Thema hier. Aber für rein das Serienuniversum bin ich mit der Serie am Ende nicht zufrieden, aber auch nicht krass enttäuscht. Es war eine Serie. Mehr nicht. Es war keine gute Serie. Es war auch keine unfassbar grottig untergrundschlechte Serie. Die Serie war schlecht, aber halt okay zum Gucken. Vor allem so für nebenbei. Ich denke, mit der Meinung bin ich wirklich größtenteils allein. Vielleicht gibt es ein, zwei Leute, die auch sagen, hey komm, es ist zwar scheiße, aber es ist, am Ende haben sie es doch irgendwie ein bisschen hinbekommen. Deswegen schreibt da eure Meinung gerne zu der Folge in die Kommentare. Ich würde dieser Folge tatsächlich sogar eine 7 von 10 geben. Ich war mit der Folge an und für sich wirklich gut zufrieden. Der ganzen Serie, die bekommt von mir halt eine 3 von 10. Die, vielleicht eine 4 von 10, weil sie ist wirklich nicht gut. Aber sie fügt sich so ein bisschen wenigstens in die Star Wars Lore ein. Sie macht unfassbar viel kaputt, keine Frage. Das, wie gesagt, brauchen wir nicht zu diskutieren. Aber es sind zwei, drei Punkte, die wirklich ganz, ganz
nice waren einfach. Zumindest meine persönliche Meinung an der Stelle. Und jetzt, wie gesagt, eure Meinung gefragt, schreibt sie gerne in die Kommentare. Und gleichzeitig wollt ihr gerne noch ein weiteres Video haben, wo ich mal wirklich über alles das rede, was komplett falsch in dieser Serie gelaufen ist. Also quasi ein riesiges Sammelsurium aus euren Kommentaren tatsächlich zum größten Teil, wo ich darauf eingehe, was die Serie alles so kacke gemacht hat und wo sie überall verschissen hat. Wenn ihr das mal sehen wollt, lasst mich gerne in den Kommentaren wissen. Ansonsten blende ich jetzt hier gerne die Playlist und überhaupt die ganzen Folgen zu den Reviews zu dieser Serie ein. Checkt sie gerne mal aus. Vielleicht teilt ihr da auch noch eure Meinung zu den einzelnen Folgen. Wenn euch die Videos gefallen haben, dann guckt doch mal vom Kanal ob. Vielleicht gefällt euch der Kanal und ihr lasst einfach ein Abo da. Ich würde mich auf jeden Fall freuen. Jetzt will ich das Video nicht noch länger strecken, als es sowieso schon ist. Und damit würde ich sagen, ich würde mich freuen, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Und ich dann selbstverständlich auf derselben alten Couch, wie sonst auch immer. Bis dahin bin ich aber jetzt erstmal raus. Ciao.